29. Mai 1997. Die Kölner Bahnpostfahrer sind auf dem Weg zu ihrer letzten Fahrt. 148 Jahre Bahnpostgeschichte nähern sich dem Ende. Die langsame Beförderung und der hohe Preis der Bahn werden als Grund für die Aufgabe des Bahnpostbetriebs genannt. In Zukunft wird alles per LKW über die ohnehin schon überfüllten Straßen befördert. Warum sich die Bahn einen potenten Kunden wie die Post entgehen ließ, bleibt fraglich. Schon im Vorfeld hat die Post mit der Verlagerung auf die Straße begonnen, so dass die letzten Bahnpostwagen nur noch leer fuhren. Hier wurden Päckchen und Pakete sortiert. Eine Rangierlok holt den letzten Kölner Postzug im Bahnpostamt ab. Wenig später steht der Bahnpostzug im Kölner Hauptbahnhof zur Abfahrt Richtung Süden bereit. Blättern wir die Zeit um einige Jahre zurück und begleiten die Bahnpost 39226 auf ihrem Laufweg von Frankfurt am Main nach Köln. Auf dem Aussacktisch häufen sich die Sendungen, um verworfen zu werden. Die Briefbunde werden dem Briefbeamten zum Verteilen vorgelegt. Die Beförderung von Postgütern über die Schiene hat eine lange Tradition. Bereits im Jahre 1848 war die erste Bahnpost von Heidelberg nach Karlsruhe unterwegs. Ein Jahr später wurden auch in Preußen begleitende Bahnposten eingeführt. Nach dem Siegeszug der Dampfeisenbahn in Deutschland erkannte damals auch die Post die Bedeutung des neuen Transportmittels. Es konnten wesentlich größere Mengen von Gütern bewegt werden und das in noch viel kürzerer Zeit. Schnell war die gute alte Postkutsche abgelöst. Die Bahnposten waren mehr als ein Jahrhundert lang das Rückgrat im Transportwesen der Post gewesen. Erst durch das im Jahre 1961 eingeführte Nachtluftpostnetz und die vermehrte Verlagerung auf die Straße ließ die Bahnpost langsam schwinden.
Auf den Unterwegsbahnhöfen herrscht immer rege Betriebsamkeit. Da die Haltezeiten sehr knapp bemessen sind, wird sofort nach der Ankunft mit dem Ladungsaustausch begonnen. Wie schwer sind wir? Wie schnell sollen wir fahren? Wir dürfen 120 km/h fahren. Und schwer ist der Zug 374 Tonnen. Wir stehen jetzt hier im Bahnhof Mainz. Ich hoffe, wir können gleich weiterfahren. Aber um 0.45 Uhr heißt es Ausfahrt frei. Bis Koblenz sind nur 56 Minuten zu fahren, also wenig Zeit, um die für Koblenz bestimmte Post zu sortieren. Die Wertbeamten fertigen sogenannte Versande für die Unterwegsstationen und Anschlussbahnposten. Jeder Wertbeutel wird mit einer Plombe verschlossen.